Huhu, ihr Lieben da draußen, hier ist die Andrea vom Liebeskartenblick von andreawirk.com. Heute wieder mit einem Auswahlorakel, das zeitlos ist, an dem jeder mitmachen darf, der mitmachen möchte. Ja, heute haben wir nochmal das Thema Frühling. Und heute habe ich gedacht, machen wir mal Frühlingserwachen, weil was möchte, ja, das ist, man kann es auch einfach nur erwachen nennen, wenn du jetzt nicht im Frühling bist und das schaust. Es geht darum, was möchte in deiner Liebesgeschichte jetzt erwachen? Was möchte bei dir erwachen? Was möchte aufwachen? Was möchte gesehen werden? Was möchte gelebt werden? Ja? Und da gucken wir uns heute auch wieder eher nur dich an, ja, weil oft liegt es ja an einem selbst, dass irgendwas nicht funktioniert. Ne? Das habe ich ja auch oft in meinen wie heißt denn das, in meinen privaten Legungen, dass man einfach auch auf sich selbst gucken sollte und nicht immer nur auf den Gegenüber. Ich mache dann auch wieder Legungen, die mit dem Gegenüber zu tun haben, aber das ist jetzt, glaube ich, auch ganz wichtig anzugucken, weil wir gerade auch Energien haben, also das ist jetzt natürlich zeitnah, die sehr, die einfach so sind, dass man jetzt aufwachen sollte und in die Pötte kommen sollte und das leben sollte, was wirklich anliegt, ja. Und vielleicht weißt du das in deiner Liebesgeschichte einfach nicht. Vielleicht bist du da verwirrt, ja, vielleicht eierst du rum und das schauen wir uns heute an. Ja, das Frühlingserwachen in deiner Liebesgeschichte und vielleicht auch in dir, ja? Okay, wenn du das gerne angucken möchtest, dann bist du herzlich eingeladen. Wie immer habe ich drei verschiedene Stapel, die jeweils ein Tarotdeck sind. Im ersten Stapel habe ich das Pagan Tarot. Im zweiten Stapel habe ich das Universal Wirt Tarot und im dritten Stapel das Sensual Wicca. Das hat ein bisschen Nacktheit, aber nicht obszöne Nacktheit. Wer damit aber ein Thema hat, sollte vielleicht den dritten Stapel dann nicht nehmen. Eins, zwei oder drei. Du bist jetzt herzlich eingeladen, einen Stapel auszusuchen. Und währenddessen sage ich wie immer meinen Sermon, nämlich dass unter dem Video eine Textbox ist. In dieser Textbox habe ich Zeitmarkierungen. Und zu den einzelnen Stapeln und auch die Decks vermerkt. Ja, okay. Und weitere Infos natürlich. So, jetzt schauen wir uns mal an, was bei dir erwachen möchte in deiner Liebesgeschichte oder in dir. Ja, ihr Lieben, vom ersten Stapel mit dem Pagan Tarot, dass wir jetzt mal fragen möchten, was bei dir aufwachen möchte innerhalb von deiner Liebesgeschichte oder und oder ja, beides kann es auch sein bei dir. Ja, ich mache es jetzt wieder so mit der Dreier-Dreier-Legung. Oben liegt das jetzt, wie es bei dir gerade so aussieht, und unten das, was erwachen möchte, aufwachen möchte. Du bringst jetzt bitte dich selber einfach nur rein, deine Liebesgeschichte. Keinen Herzmenschen, sondern nur dich. Es geht heute nur um dich. Vielleicht, ich meine, kann natürlich sein, dass ein Herzmensch erscheint, aber es geht trotzdem nur um dich, um deine Liebesgeschichte. Auch wenn du Single bist, hast du eine Liebesgeschichte. Und wenn du merkst, es ist nicht deine Energie und nicht deine Liebesgeschichte, dann leg die Legung bitte weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. So, schauen wir mal, was hier so los ist. Wir haben hier den Initiator, oder das haben wir ja auf Deutsch, den Eingeweihten der Stäbe. Das ist die Königin der Stäbe. Die ist hier aber männlich. Wir haben, oh, noch eine Eingeweihte. Nee, das ist die Novize der Kelche. Das ist der Bube, der Ritter der Kelche. Und wir haben das Ass der Münzen. Das ist jetzt interessant. Also, ich glaube, du bist gerade in einer Situation, wo du merkst, hier möchte was ganz Neues gelebt werden in der irdischen Welt, in deiner Liebesgeschichte. Es möchte was ganz Neues irdisch gelebt werden. Vielleicht ist da sogar tatsächlich auch ein Mensch. Ja, entweder bist du jetzt bereit. Ja, entweder bist du jetzt tatsächlich bereit. Und oder da ist sogar auch ein Mensch, der mit dir zusammen bereit sein kann. Ja, also. Das kann natürlich auch sein. So. Und da ist dann auch ganz viel Feuer im Spiel, ganz viel Emotion ist, naja, nicht so viele Emotionen. Das ist noch ein Terrain, das ist noch alles so ein bisschen am. Nee, das ist ja der Ritter. Genau, ich verwechsel das immer. Ich denke immer, es ist der Bube, aber es ist ja der Ritter.
Es ist alles, ja, es kann jetzt was ins Fließen kommen. Da stehst du gerade. Es kann jetzt was wirklich gelebt werden in der irdischen Welt, was noch nicht gelebt wird. Du bist bereit. Und da ist vielleicht sogar auch ein Mensch, der bereit ist. Den du aber noch gar nicht. Wow, wir haben ja noch den Alten der Kelche. Das ist der König der Kelche. Also hier haben wir ja sehr viele Hofkarten, die hier nämlich anders sind als normal, was jetzt auch. Wir haben den Magier und die Sechs der Kelche. Also bei dir darf jetzt wirklich was aufwachen, erwachen. Und hier geht es wirklich um eine Verbindung, die anders ist als normal. Da geht es um Frequenzen, da geht es um Frequenzen, da geht es nicht mehr um das, was der andere darstellt im Außen oder was er, wie er in Erscheinung tritt oder also das kann jetzt das Körperliche sein, das Aussehen, das Prestige, die Kultur, das Alter, was auch immer. Das spielt keine, das hat keine Relevanz mehr. Und da hinein darfst du jetzt aufwachen. Das ist das Frühlingserwachen. Das ist eine ganz neue Energie, eine ganz neue Geschichte, die wir jetzt aber auch in der Zeitqualität haben. Also es ist tatsächlich so, dass wir immer mehr auf Frequenz und auf Energieebene agieren und uns miteinander verbinden. Ist jetzt egal, ob es liebesgeschichtenmäßig ist oder nicht. Und da darfst du jetzt hinkommen. Du hast hier den Eingeweihten. Das heißt, du bist bereit. Für dich ist das zwar noch ein bisschen Neuland, aber du bist bereit. Wir haben hier noch den, was sind das, der Turm? Ah nee, die Sechs der Schwerter und die Drei der Schwerter im Rahmen. Also dir fällt es noch schwer. Du bist noch in diesem Muster des alten Denkens und Fühlens, dass man eben, was man eben als, was man von der Gesellschaft so eingetrichtert bekommt, ja, man muss einen bestimmten Lebensweg gehen in der Liebesgeschichte, ja, weiß ich nicht, vielleicht sogar auch heiraten, Kinder kriegen, hast du nicht gesehen. Man muss wenn man jemanden liebt, in einer festen Beziehung sein. Es gibt so verschiedene Normen, ja, die man hat, die man angelernt bekommt, wie man Liebe zu leben hat. Im Außen, aber auch im Innen. Ja, es gibt verschiedene Normen, die du dir selber vielleicht auch gesetzt hast, die eben auch mit den Äußerlichkeiten zu tun haben. Und die dürfen jetzt gehen. Es geht nur noch um die Frequenzen. Es geht nur noch um die Energien. Ja, hier auch mit dem Magier. Und es darf das alte System, in dem du drin steckst, wie du Liebe lebst, wie du Liebesgeschichte lebst, darf jetzt, vielleicht ist es sogar auch schon zusammengebrochen, ja, vielleicht bist du auch schon so in so einer Situation, wo du weißt, das läuft jetzt anders, weißt aber noch nicht, wie du das anfangen sollst und bist jetzt, und es ist was zusammengebrochen und deswegen bist du vielleicht eben auch im Herzschmerz. Aber die Sache ist die, das Ding musste jetzt brennen und damit du dich auf den Weg machst. Ja? Sonst läuft das nicht. Und du bist bereit, jetzt Liebesgeschichte ganz neu auf einer ganz neuen Ebene zu leben. Und auf dieser Ebene geht es nicht um Äußerlichkeiten, es geht nicht um Erwartungen an den anderen, es geht nicht um Festhalten, es geht nicht um ein bestimmtes System, in dem man die Liebesgeschichte leben muss. Vielleicht ist dein System ganz anders. Meins zum Beispiel ist so, ich brauche Freiheit, ich könnte nicht mit jemandem, nicht mehr, also das habe ich zweimal gemacht und das ist schiefgegangen, nicht mehr mit jemandem zusammenleben, im Moment zumindest. Das kann sich natürlich auch wieder ändern. Aber im Moment kann ich mir das geht nicht. Ne? Ich weiß noch, als ich noch ein junges Mädchen war. Da habe ich immer gedacht, wenn ich in einer festen Partnerschaft bin, da hatte ich in der Zeit nicht so viele feste Partnerschaften, aber wenn ich in einer festen Partnerschaft bin, da möchte ich gerne mit jemandem zusammen sein, aber ich möchte nicht mit dem in einer Wohnung leben. Es kann sein, dass es ein Apartmenthaus ist, der eine lebt in dem Apartment und der andere in dem, aber ich möchte mit demjenigen nicht zusammen sein. Und ich wusste auch schon mit 13, 14, dass ich kein Kind haben will. Ja, das waren so Dinge, die ich wusste. Und ich wurde aber auch in meiner Zeit war das so, dass man ja von außen immer noch gefragt wurde, wann kriegst du ein Kind, wann heiratest du? Heutzutage ist es ja, glaube ich, nicht mehr so extrem.
Ich bin da vollkommen rausgegangen. Ich wollte weder heiraten, ich wollte weder mit jemandem zusammenleben, ich wollte kein Kind. Irgendwann habe ich dann doch das gemacht, mit jemandem zusammenzuleben, aber da war dann der Funke weg. Wir waren Freunde, wir waren Brüder, wie Geschwister, aber da war der Funke weg. Ich weiß, dass das bei mir nicht funktioniert. Und sowas kann das zum Beispiel sein. Ich habe jetzt ein bisschen von mir erzählt, sorry. Dass man eben wirklich aufwacht und guckt, was brauche ich, nicht das, was mir von jahrzehntelang eingebläut würde, wie ich was zu leben habe, sondern was gefällt mir, woran habe ich Spaß. Der Mensch, der in dein Leben kommen kann, und wir haben ja einen König, da kommt auch einer, der ist dann noch auf deiner Wellenlänge, der ist auf deiner Wellenlänge, der ist auf deiner Frequenz, ja, der wird das verstehen. Ja, vielleicht, der wird dich vielleicht auch dahin führen, dass du das dann auch leben willst und nicht mehr in dieser Enge, wie man das trainiert bekommen hat, sondern auf deine Art und Weise. Ja? Ich habe mal von einer, das habe ich glaube ich auch mal in irgendeinem Reading erzählt, gehört von einem Paar, das war verheiratet. Ich glaube, das war die Frau, die aber eine Weltreise machen wollte, mit so einem Van, glaube ich, war das sogar. Oder und der Mann wollte zu Hause bleiben. Der Mann hat sich um das Kind gekümmert und die Frau ist durch die Welt gereist. Und das hat funktioniert. Ich meine, was soll das? Ja, also man muss nicht immer, und genau so was ist das hier. Sorry, ich will mich hier gar nicht zu lange aufhalten. Das ist dein Aufwachen. Ich glaube, ich will hier jetzt nur noch die Astrowürfel werfen, weil das ist hier so klar. Irgendwie fehlt eine. Ah, ne, hier. Wir haben hier die Jungfrau. Wir haben hier den Merkur. Und hier haben wir noch das erste Haus. Das erste Haus ist noch nicht so richtig in deiner Liebesgeschichte drin. Das erste Haus ist das Haus der Umsetzung, das Haus des Vorangehens, ja, wo man sich selbst auch voranbringt, ja, wo es um einen selbst natürlich auch geht. Der Merkur liegt jetzt hier auf der 3 der Schwerter. Da kann natürlich auch wirklich Kopfkino bedeuten, wenn man zu sehr wenn man das eher destruktiv lebt. Also man ist zu sehr im Kopf- und Gefühlskino. Und hier die Jungfrau sagt mir, es gilt jetzt wirklich aus der alten Kruste rauszugehen. Die Jungfrau ist ja manchmal auch jemand, der sich nicht so traut, ne, der vorsichtig ist. Du brauchst jetzt nicht vorsichtig sein. Die Jungfrau ist natürlich auch die Heilung und die Gesundheit. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass du diese neue Struktur, die hier schon ruft, in deiner Liebesgeschichte lebst. Und es kommt dann auch ein Mensch, der ist vielleicht noch gar nicht da, aber du wirst dann auf deinesgleichen treffen. Auf den Gleichgesinnten, ja, so nenne ich es jetzt mal. Ich nenne es nicht mehr seelenverwandt, weil das hat mit der Seele nichts zu tun. Das ist einfach die Frequenz, die dann synchronisiert ist. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, und das kann heilen, damit du aus dieser alten Kruste rausgehen kannst. Ja, und wenn ich diese Würfel jetzt natürlich zusammenlese, dann haben wir hier den Merkur im ersten Haus in der Jungfrau. Der Merkur ist natürlich auch die Jungfrau, ja, die analysiert viel. Die hat aber vielleicht auch gute Ideen, ja, und vielleicht gilt es eben jetzt auch diese Ideen, die man hat mit dem Merkur, und der ist schnell, in den Alltag ein Stück weit zu bringen. Die Jungfrau, das ist zwar jetzt mehr das sechste Haus, aber das Haus von der, also was die Jungfrauenenergie ist, aber die Jungfrauenenergie ist auch so ein bisschen das Alltägliche, ja, das wirklich auch in den Alltag zu bringen, diese Ideen, die da reinkommen, das, was du jetzt leben willst, in den Alltag zu bringen und auch vorwärts zu bringen hier mit dem ersten Haus, ja. Hier ist eine feurige Energie und hier hast du ja auch die Königin des Feuers, die Eingeweihte. Ja, du bist, da brennt es in dir. Hier brennt es ja auch. Es brennt in dir. Es brennt jetzt schon in dir, dass du was leben möchtest, was anders ist. Und es brennt vielleicht auch im Außen. Ne, vielleicht hast du dich gerade von jemandem getrennt oder vielleicht funktioniert was nicht. Das ist das Brennen und das macht dir noch ein bisschen Kopf- und Herzschmerzen. Aber das ist deshalb auch, weil du nicht den Weg gehst, der gegeben werden sollte. Und das ist das Frühlingserwachen, nämlich wirklich komplett
Liebe und Liebesgeschichte und Beziehung und Verbindungen zu eine romantische Verbindung neu zu definieren und neu zu leben in der irdischen Welt. Das ist dein Frühlingserwachen. Okay, Babe. Spür hinein, ob das deine Energie ist, ob du dich hiermit identifizieren kannst, ob du hiermit resonierst. Wenn ja, freue ich mich natürlich sehr für dich, weil das wird geil werden. Das sind sehr positive Karten. Wenn nein, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Falls du eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWürk.com, das ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Streamer. Und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder auch ansprechen in Form von Sprachnachricht. Ja, ich danke dir fürs Mitmachen. Ich wünsche dir alles Liebe und trau dich, weil du wirst eine viel bessere Qualität in deiner Liebesgeschichte haben, wenn du dich traust, diesen ganz neuen Weg zu gehen und eben auf der Frequenz- und energetischen Ebene dich mit jemandem ja, zu synchronisieren, ja, und nicht auf der äußeren Ebene, nicht nur auf der äußeren, das wird natürlich auch materialisiert werden, logisch. Und die Magie ist ganz wichtig, geh in die Magie. Ja, der Magier ist ja ein willensstarker Mensch. Der ist ja auch die Eins übrigens. Fällt mir gerade so ein. Ne, das ist der Wille, das ist die Kraft, die Umsetzungskraft. Ja, und natürlich die Magie. Tschüss. Ihr Lieben, vom zweiten Stapel mit dem Universal Wirt Tarot, dass wir jetzt mal fragen. Ups. Was bei dir erwachen darf, was darf aufwachen, was ist jetzt im Frühling dein Frühlingserwachen, in dir selbst, in deiner Liebesgeschichte, die du jetzt bitte reinbringst. Bring bitte nur dich und deine Liebesgeschichte rein, nicht einen Herzmenschen. Es geht heute nicht um den Herzmenschen, es geht um deine Liebesgeschichte. Es geht um dich selbst, ja? Genau, und du darfst dann bitte genau hineinspüren, ob das deine Legung dann ist, ja, und wenn es nicht deine Legung ist, leg sie weg, es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Sieht man alles? Ich glaube schon, okay. Das ist das Jetzt, was jetzt so bei dir los ist und das ist so das Erwachen dann hier unten, ne? Wir haben hier die Königin der Schwerter. Die hier sehr, also das Deck ist sehr geil, weil die ist emotional, aber sie ist eben auch im Kopf. Und wir haben hier das Krebszeichen übrigens. Wir haben hier den Ritter der Schwerter mit dem Skorpion. Das Deck ist ein bisschen anders. Und den Teufel, der hier aber sehr deutlich zeigt, dass es, die Menschen sind hier nicht angekettet. Sie sind freiwillig in dieser Situation. Also du bist jetzt hier gerade in einer sehr emotionalen Situation und versuchst dich klar zu kriegen, habe ich den Eindruck. Du bist noch sehr verstrickt innerlich mit irgendwas, was auch immer, oder auch mit einem Menschen und möchtest auf Deubel komm raus, aus deiner Emotion heraus was umsetzen, hier mit dem Ritter der Schwerter. Ja, weißt aber irgendwie noch nicht so recht, bist nicht wirklich klar, würde ich sagen. Sie ist zwar Klarheit, die Königin der Schwerter, aber mit diesen zwei Karten ist sie eben nicht klar. Also du bist in diesen, auch wenn wir hier Schwerterkarten haben, bist du sehr emotional gerade und vielleicht bist du auch sehr mit deinen Emotionen verstrickt. Vielleicht sind das die Emotionen, mit der du sehr verstrickt bist, ja. Und es gilt jetzt eigentlich, in die Klarheit zu kommen. Ich weiß nicht mehr, was das hier hieß. Ich habe das vergessen. Es wurde in einem Buch gesagt, Solve und... Aber da habe ich jetzt das Buch nicht hier liegen. Naja, okay, wir gucken mal, was hier ist. Wir haben ja die 3 der Kelche. Wir haben die 10 der Kelche. Und wir haben den Hierophanten. Links und rechts die Päpste. Eigentlich heißt das hier Papst und Päpstin. Ich weiß gar nicht, warum hier das... Und die 9 der Stäbe. Ja, jetzt weiß ich auch, warum du emotional so verstrickt bist, weil du deinem inneren, ich nenne es mal Sein oder auch deinen inneren Gefühlen nicht traust.
Du bist sehr im Gefühls- und im Kopfkino, würde ich fast sagen. Ja, du bist und möchtest auf Teufel komm raus was umsetzen. Vielleicht sogar mit einem Menschen. Ja, du bist sehr besessen von einer Idee, mit einem Menschen auf Teufel komm raus jetzt in die Pötte zu kommen oder was zu leben oder weiß der Geier, vielleicht irgendeine Verstrickung hast du hier mit einem Menschen, wo es um eine Vorstellung geht, die du absolut umsetzen möchtest. Und da bist du emotional sehr verstrickt. So. Was jetzt aufwachen möchte, ist dein wahres Gefühl, deine wahren, ja, wie soll ich sagen, dein Sein eigentlich, hier mit dem Ei auch, drei der Kelche. Die Freude. Du hast hier total die Freude vergessen in diesem ganzen Chaos hier. Die Freude möchte aufwachen. Es möchte dann wirklich auch Liebe gelebt werden. Und du, was jetzt wirklich aufwachen ist, dass du in dein Gefühl gehst. Ich glaube, du bist im Moment so sehr in deiner Vorstellung von etwas, was passieren soll, entweder mit einem Menschen oder auch generell, dass du gar nicht mehr die Anbindung hast. Und was jetzt hier aufbrechen möchte, ist die Anbindung. Wir haben ja den Papst und die Päpstin. Und die Päpstin ist die göttliche Weiblichkeit eigentlich. Ja, also das ist ja. Und die weiß, die fühlt, die ist intuitiv. Sie ist aber auch so ein bisschen mystisch. Also sie zeigt nicht das, was sie weiß. Er zeigt, was er weiß hier, der Papst. Er bringt das, was er weiß, was er fühlt, in die irdische Welt. Und ich glaube, du weißt im Prinzip schon, dass du im Moment überreagierst und dass du im Moment in so einem Konstrukt bist, was du dir selbst erbaut hast, mit oder ohne irgendeinem Menschen drin. Und das wühlt dich total auf und du fühlst dich total gefangen und kannst dich eigentlich gar nicht mehr spüren. Und was jetzt wirklich aufwachen will, ist dein Sein, deine Anbindung an dich selbst erstmal, dein inneres Wissen, weil du bist überhaupt nicht angebunden gerade. Du bist nicht an dich selbst angebunden. Du bist nur keine Ahnung. Und hier möchte Freude rein, hier möchte Liebe rein, hier möchte man vielleicht auch rausgehen aus einer Vorstellung, was ja eben auch, oder einem Dogma, was ja eben auch der Papst sein kann, ja. Und wir haben hier noch die 9 der Stäbe, die ganz deutlich sagt, dass du eigentlich die Kraft hast, aus dieser ganzen Misere hier rauszugehen. Vielleicht wirst du auch von jemandem beherrscht. Kann auch sein, dass du das nicht selber bist, sondern dass dich jemand in Anführungsstrichen beherrscht. Könnte hier auch so eine Energie der, und du bist dann derjenige in der Mitte, ne? Das könnte jetzt auch so eine narzisstische Energie sein. Und du bist dann hier derjenige in der Mitte und weißt gar nicht vorne noch hinten und kannst dich nicht sortieren. Ja, also es gilt jetzt aus dieser Situation auf alle Fälle rauszugehen, weil hier ist der Kessel schon am Dampfen und wenn du nicht rausgehst, dann explodiert es. Du hast aber die Kraft, da rauszugehen. Du hast die Kraft, da rauszugehen, indem du in die Freude gehst, in deine innere Anbindung und dich selber spürst. Und dann kann dein Leben, deine Liebesgeschichte wieder schön werden. Wahrscheinlich dann eher ohne diesen Menschen, wenn da ein Mensch involviert ist. Also denke ich mal, also das wird jetzt hier nicht angezeigt, ne? Aber ey, das ist so eine krasse Energie, die hier ist. Ich glaube, da will ich jetzt, die liegen ganz da hinten. Da will ich jetzt mal das hier noch legen, die Harmonic, Wild Harmonic Card, Oracle Cards, was du denn jetzt hier noch wissen darfst. Sind das jetzt, ich will aber nur eine, definitiv will ich. Die will ich hier.
sind aber auch zwei. Hier, das ist nur ein. Okay, was haben wir jetzt hier in der Mitte? Die Erde, die in die Erde fällt. Ha. Wenn die Erde auf die Erde fällt, wenn die Erde in die Erde fällt, dann ist eine ganz feste Festigkeit da. Das ist das, der Grund des Seins. Das, ja, und du spürst vielleicht gerade wirklich nicht mehr deine Verbindung, deine Basis, deine Verbindung zu dir selbst, deine Wurzeln. Ja, du spürst die, glaube ich, nicht mehr. Ja, vielleicht bist du das auch hier in der Mitte. Und das ist wichtig, die jetzt zu spüren. Dass du fest dastehst. Du stehst fest da, hier mit der 9 der Stäbe. Ja, du hast Feuer im Arsch. Und du möchtest auch da rausgehen und du kannst es. Du spür mal wieder deine Festigkeit. Weil das ist auch gut, dass du mal in die Natur gehst und dich mit den Füßen, also mit den nackten Füßen auf die Erde stellst. Ja, dass du dann wieder diese Festigkeit unter dir spürst. Ja, du bist hier total durch den Wind. Wir haben hier total durch den Wind. Celestial of Dimensional. Wow. Wir haben ja den Himmel, der in die das Dimensionale fällt. Ja, und da gilt es auch darauf wirklich, da gilt es wirklich in die, das ist das Aufwachen, zu verstehen, dass du, ja, ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt als Rat hier mitgeben soll. Das hilft dir alles wahrscheinlich nichts weiter, weil du ja hier total gefangen bist. Aber das ist eine Energie, da geht es darum, dass du einfach wirklich mal dein Sein spürst, dich selber spürst. Tatsächlich auch deine ich nenne es ja immer Multidimensionalität, dass du mal rausgehst aus dieser Enge des Menschseins, wo ja immer diese Emotionen so extrem sind, und dich wirklich spürst in deiner Heiligkeit, in deiner Dimensionalität, in deinem Sein, ja. In deinem Sein hier auf der Erde. Wie du da jetzt das spürst, das weiß ich nicht. Jeder ist anders gestrickt. Dann solltest du dir vielleicht wirklich auch mal jemand zur Seite holen, vielleicht einen Coach oder einen Therapeuten, oder guck dir Videos auf, google mal, ob da irgendeine Übung ist, die du machen kannst, damit du dich wieder auf der Erde als dein eigenes Sein spürst und rauskommst aus dieser ganzen emotionalen, vor allen Dingen, dass du auch wieder die Freude spürst, die Freude an dir selbst erstmal. Es geht ja auch die Freude an dir selbst, weil du bist sehr vielleicht auch mit jemand anderem verstrickt. Und da vergisst man die Freude an sich selbst und sich selbst sowieso, ja. Oh, wir haben hier das, wir haben hier das Dimensional of Dimensional, das ist die höchste Karte, das ist das tiefe Selbst. Also hier geht es wirklich darum, sich selber zu spüren, ja. Schade, dass jetzt keine Schattenkarte gefallen ist, aber die Karten sagen sehr deutlich, und das ist ja auch der Hierophant und also der Papst und die Päpstin, die sind ja angebunden. Die sind natürlich ans Universum jetzt angebunden, aber wenn man das auf die heutige Sprache ummünzt, geht es auch um die Anbindung an eben dein eigenes Selbst. Und du spürst dich selbst nicht mehr. Du spürst dich hier nicht mehr. Es geht darum, dich wieder zu spüren und rauszugehen aus diesem engen Dogma, in dem du hier gerade drin hängst, was mit totalen Emotionen zu tun hat und mit, so, super, ist doch runtergerollt. Wir haben ja das fünfte Haus, wir haben ja die Jungfrau, und was haben wir hier unten? Wo ist es hingefallen? Warte mal. Also der Würfel lag jetzt so. Wir haben ja da die Venus und wir haben den Mars. Das ist jetzt sehr spannend. Ich kann das jetzt natürlich hier nicht so hinlegen. Also Venus und Mars wurde angezeigt. In der Jungfrau, im fünften Haus. Die Jungfrau lese ich da einfach auch mal als die Heilerin. Die ist ja auch sowas, eine Heilenergie. Sie ist natürlich auch sehr analytisch. Ja, vielleicht bedeutet das sogar, dass du mal wirklich noch von außen Hilfe annehmen solltest, die dir dabei helfen, mit deinem männlichen und weiblichen Aspekt klarzukommen. Da ist was verzerrt vielleicht, ja, hier mit dem fünften Haus. Das ist natürlich das Spielehaus, das ist die Lebensbühne, aber das kann natürlich in deiner destruktiven Form auch bedeuten, dass du beherrscht wirst, ne?
Dass du verzerrte männliche und weibliche Energien hast und dass du das Leben deswegen nicht spielen kannst und in Freude leben kannst. Die Würfel sagen mir jetzt eigentlich, dass es vielleicht wichtig ist, jetzt wirklich auch mal von außen professionelle Hilfe anzunehmen. Das kann ja unterschiedliche Formen haben. Es muss ja nicht immer ein Therapeut sein. Es gibt ja auch Berater, es gibt, weiß ich nicht, Coaches oder Mentoren oder keine Ahnung, die vielleicht genau dieses Thema gut bearbeiten können. Und ja, hier geht es um die männliche und weibliche Energie, die anscheinend bei dir auch verzerrt ist. Und wir haben ja hier auch den Verstand und die Emotionen, das ist ja auch eine männliche und weibliche Energie. Und hier haben wir auch männliche und weibliche Energie, ja. Und im Teufel ist auch die männliche und weibliche Energie drin. Also vielleicht hast du da eine Verzerrtheit und deswegen verzerrte Energien in dir und deswegen kommst du immer wieder in solche ganz krassen Situationen. Vielleicht ist das sogar nicht das erste Mal, dass dir das passiert. Es ist ganz wichtig, dass du das bearbeitest, dass du in dein eigenes Selbst gehst, dass du dich spürst, dass du dich groundest, dass du dich, ja, wie nennt es, erdest, nennt man das auf Deutsch, dann, dass du deine Basis spürst, dass du deine Wurzeln spürst und erstmal vielleicht gar nicht mit irgendwelchen Herzmenschen zu tun hast, sondern dich wirklich auf dich fokussierst und dich um deinen weiblichen und männlichen verzerrten Aspekt kümmerst. Das sagt mir auch ein bisschen der Teufel hier. Ja, das ist das Aufwachen hier gerade. Das ist ein bisschen schwer, ja. Das passt jetzt mehr in den Herbst, aber das ist dein Frühlingserwachen. Okay, spür hinein, ob das deine Energie ist, ob das deine Liebesgeschichte ist. Wenn ja, freue ich mich natürlich, dass ich dich hier in irgendeiner Weise unterstützen konnte. Mehr Unterstützung kann ich dir leider nicht geben. Da gilt es dann, jemand anderen noch aufzusuchen. Wenn du eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWirk.com ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema. Und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder auch ansprechen in Form von Sprachnachricht. Ja, diese Legung hat eine gewisse Schwere und eine gewisse Tiefe. Ja, also hier geht es nicht um Friede, Freude, Eierkuchen, sondern natürlich geht es in die Freude zu gehen, aber hier ist eine ganz krasse Geschichte am Laufen. Okay. Danke fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss. Ihr Lieben, vom dritten Stapel mit dem Sensual Wicca Tarot, das Nacktheit hat, die nicht obszön ist, außer in zwei Karten, glaube ich. Aber die werden ja nicht unbedingt kommen. Und wenn du aber ein Thema mit Nacktheit hast, dann solltest du das Deck jetzt hier nicht verwenden, dann solltest du dir ein anderes aussuchen. Und dieses Deck fragen wir jetzt einfach mal, was mit deinem Frühlingserwachen ist. Möchte bei dir was aufwachen? Ja, was möchte aufwachen? Was möchte gesehen werden? Und es geht hier natürlich um dich, um deine Liebesgeschichte, nicht um einen Herzmenschen. Kann natürlich sein, dass hier ein Herzmensch reinploppt, aber es geht in erster Linie um dich selbst. Ja, das ist auch oft wichtig, weil man vergisst oft sich selbst in solchen Liebesgeschichten und will immer nur wissen, was mit dem anderen los ist, aber mit sich selbst nicht. Und heute gucken wir bei dir. Haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon. Egal. Dann kommt auch irgendwann wieder eine Legung, die anders ist. So. Und spür bitte hinein, ob das dann deine Legung ist. Und wenn es nicht so ist, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. So, gucken wir mal, was hier los ist. Wow, wir haben ja den Ritter der Stäbe, den Gefolgsmann der Stäbe. Puh, sehr wild. Oh, die 10 der Stäbe. Bei dir ist gerade eine ganz schöne Bewegung. Und die 9 der Pentakel. Das ist jetzt interessant. Das finde ich jetzt sehr interessant. Oh, da muss ich hier unten nochmal schon auflegen. Wir haben hier unten, das ist also das Jetzt und das ist jetzt das, was aufwachen möchte. Den König der Schwerter, das ist der Weise der Schwerter hier. Die Lust. Und den Wagen. Okay. Also hier ist was bei dir. Du bist gerade in einer Situation. Also bei dir, du möchtest irgendwo ausbrechen. Du möchtest irgendwo ausbrechen. Es brennt dort, wo du ausbrechen möchtest. Du bist dort überlastet. Du wirst vielleicht auch nicht gesehen. Die sieht hier fast aus wie der Turm, diese 10 der Stäbe.
Ich glaube, ich gucke da mal ins Buch. Ja, das hat was mit körperlicher, also es hat, ne, körperlich, das hat was mit einer Überlastung zu tun und du fühlst dich wirklich ausgelaugt. Es ist wie ein Burnout hier fast schon in einer Liebesgeschichte und du möchtest da eigentlich raus. Du möchtest raus und dich wieder selber spüren, habe ich den Eindruck. Du spürst dich gerade nicht und du möchtest dich aber wieder selber spüren. Die 9 der Pentakel ist für mich auch immer eine Karte, wo man im Außen auch man selbst ist, ja. Also das ist jetzt keine Familienkarte, obwohl hier die Familie jetzt so ein bisschen gezeigt wird, aber hier geht es um einen selbst, dass man im irdischen Selbst sich wohlfühlt. Und du fühlst dich gerade nicht wohl, dir geht es nicht gut und du möchtest da raus. Ja? Und hier haben wir den König der Schwerter, der mir ganz klar sagt, und auch hier die Lust, vielleicht ist es auch so, dass du in der jetzigen Situation deine Sexualität ganz anders leben möchtest. Ja, könnte auch sein, ja, dass sie vielleicht, warte mal, was liegt denn hier noch? Die 6 der Münzen und die 2 der Kelche. Ja, vielleicht geht es hier auch um die Sexualität, dass die hier verzerrt gelebt wird. Also verzerrt nenne ich das, wie man das so kennt, ne, dass man nicht darauf achtet, wie es dem anderen geht oder dass der andere nicht darauf achtet, wie es dir geht. Und hier möchte eigentlich viel mehr Sinnlichkeit rein in die Sexualität oder auch in die Liebesgeschichte und viel mehr Lust. Ja, könnte jetzt sein, ist nur ein Beispiel. Es kann aber, also was ich aber eher jetzt so generell sagen möchte, kam mir jetzt einfach mit der Sexualität, weil hier Lust steht. Ah nee, das ist die Leidenschaft. Ja, vielleicht fehlt auch die Leidenschaft. Also ich glaube, du bist gerade in einer Situation, wo du dich nicht in der Liebesgeschichte entfalten kannst, wo du nicht du selber sein kannst im Außen, wo du unterdrückt wirst, wo du überfordert bist. Kann auch sein, dass du Single bist und bist überfordert und du möchtest da jetzt raus, weil die 9 der Münzen ist auch eine Single-Karte. Du möchtest da jetzt unbedingt raus. Und du kannst auch rausgehen, aber das geht nur, wenn du auf dich, wenn du darauf achtest, dass du in der Leidenschaft bist, dass du in der Passion bist, dass du in der Liebe bist, dass du in der Sinnlichkeit bist, dass du auf Augenhöhe gehst mit anderen. Ja, wir haben ja den Wagen zum Beispiel mit Mann und Frau, ja. Das ist sehr, 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 normalerweise haben wir einen Mann. Also hier möchte schon eine Liebesgeschichte gelebt werden, die gerade nicht gelebt wird, zumindest nicht in der Form, wie es dir gut tun würde. Wie gesagt, das kann ja auch wunderbar eine Single-Geschichte sein. Vielleicht hast du dich als Single auch oft verbrannt, ne, mit irgendwelchen anderen Geschichten und möchtest jetzt wirklich Liebe und Sinnlichkeit und Passion und Gemeinschaft auch leben, mit auf Augenhöhe. Das möchte raus und das da kann jetzt auch raus. Wichtig ist, dass du dich klar machst hier mit dem Ritter, mit dem Weisen der Schwerter, ja? Dass du gerecht bist, dass du klar an die Sache rangehst. Klar mit Freude, mit Leidenschaft, mit Passion und eben auch mit Sinnlichkeit. Vielleicht ist das sogar auch hier ein Mann. Also man muss jetzt auch nochmal beim König der Schwerter gucken. Oh, da steht Liebe in Aktion in dem Buch bei dem Weisen der Schwerter und das ist ein erfahrener Mann. Das heißt, gut, dass ich reingeguckt habe, das gibt dem Ganzen jetzt einen neuen Sinn. Da ist dann wirklich, kommt dann wirklich ein Mensch auf zu, das muss jetzt natürlich kein Mann sein, da kommt ein Mensch auf dich zu, der ist weise. Ich meine, das ist ja auch der Weise der Schwerter. Er ist weise, er ist erfahren und er ist auch erfahren in der Liebe. Und mit diesem Menschen kannst du dann auch das leben, was du wirklich auch leben möchtest, nämlich Sinnlichkeit, Leidenschaft, Passion, Augenhöhe, Gleichgesinntheit und vielleicht auch einen heilen männlichen und weiblichen Aspekt hier mit dem Wagen, ja. Das geht dann alles. Also du darfst jetzt rausgehen aus dieser Situation. Du bist ja auch schon dabei rauszugehen. Du bist ja eigentlich schon dabei aufzuwachen. Du darfst jetzt rausgehen. Du bist auch bereit. Ja, du darfst jetzt rausgehen und dann wird da auch jemand sein, der dich auch versteht, das kann natürlich, genau, der dich versteht, der dich so nimmt, wie du bist, der dich nicht be- und verurteilt, der erfahren ist
und der auch wirklich Liebe lebt in Aktionen. Und aber nicht nur in so einer Aktion, dass es rein raus, also wenn es jetzt um Sexualität geht, dass es ein rein rausspiel ist, sondern hier geht es wirklich auch um Sinnlichkeit, um Augenhöhe, um Gleichheit, um gesehen werden. Ja, und hier wirst du gerade nicht wirklich gesehen in der jetzigen Situation. Puh, das ist eine schöne Legung. Hier legen wir auch die die Astrowürfel. Schon wieder die Jungfrau. Also irgendwas scheint hier. Ich habe ja jetzt dreimal die Jungfrau. Oh weia, ist das jetzt der. Der Strich ist, glaube ich, immer unten, oder? Das ist der aufsteigende Mondknoten und wir haben das 12. Haus. Wow, das 12. Haus ist ja auch wirklich für mich, wenn es um eine Liebesgeschichte geht, ist das 12. Haus wirklich auch die Anbindung und die Gleichheit und die Vereinigung, ja, auf Augenhöhe. Und der aufsteigende Mondknoten ist ja der, der sagt, ich hoffe, dass das jetzt der aufsteigende ist. Ich habe das im ersten Moment so gedacht, dass der aufsteigende. Jetzt weiß ich gerade wieder nicht. Also egal, das ist der aufsteigende Mondknoten. Der sagt mir, dass das jetzt auch deine Bestimmung ist. Also dass du jetzt wirklich auch dahin hineinwachsen darf und aufwachsen darfst. Und mit der Jungfrau sagt es mir auch, dass es hier eine gewisse Heilung geben darf. Eine gewisse, ja, und dass das auch in den Alltag gelebt werden darf. Die Jungfrau ist natürlich auch Detail. Die Jungfrau ist sehr detailliert und sehr analytisch. Aber sie ist auch so das Symbol für mich für die Heilung. Ne? Der zweite Planet von der Jungfrau ist ja auch der Chiron. Und zumindest habe ich das in meiner Astrologieschule so gelernt. Finde ich auch sehr passend, weil er ja auch der Heiler ist, obwohl er auch oft dem Jupiter zugetan ist. Aber egal, oder nee, dem Schützen meine ich. Ich glaube, hier darf jetzt wirklich was heilen und du darfst jetzt wirklich aufwachen in diese reine, in diese Reinheit, in eine gewisse Reinheit auch. In die Wahrhaftigkeit einer Liebe, weil oft wird Liebe nicht wahrhaftig gelebt und dazu wirst du den richtigen Menschen treffen. Der ist vielleicht noch gar nicht da, vielleicht bist du gerade mit einem Menschen zugange, der das gar nicht geben kann. Ja, also deswegen solltest du da jetzt rausgehen, das ist das Aufwachen und Verstehen, wenn du da rausgehst. Und wirklich in deine wahre Passion, in deine Sinnlichkeit gehst und in deinen heilen männlichen und weiblichen Aspekt. Also wenn du da auch guckst, dass das heil ist und dass du heil bist und dass du dich spürst, dann kannst du wirklich auf einen Menschen treffen, der auf Augenhöhe ist, der erfahren ist mit sich selbst, der nicht in die Be- und Verurteilung geht und der eben Liebe auch in Aktion lebt. Finde ich cool. Und das kann dann wirklich eine ganz heilsame Geschichte sein. Also eine heile Geschichte. Noch nicht mal eine heilsame, sondern eine heile. Weil hier ist keine heile Geschichte. Ja. Und wir sind jetzt immer mehr in den Energien, wo wir auch Liebe heil leben dürfen. Wenn wir selber auch in die Heilung gehen. Ne? Wenn wir selber heil sind oder bewusst, also heil ist für mich dann auch die Bewusstheit natürlich. Dann, wenn wir bewusst mit den Dingen umgehen, dann können wir ganz anders die Menschen begegnen. Und auf so einen Menschen triffst du dann auch, der dann bewusst damit umgeht und ganz anders dich auf eine ganz andere Art und Weise mit dir in eine Begegnung geht, wie du das vielleicht vorher gekannt hast. Aber dazu darfst du natürlich auch eben in dieser Bewusstheit sein und in dieser Heilheit eben auch auf so einen Menschen zu treffen. Und da ist Sinnlichkeit ganz, ganz wichtig hier mit der zweiten Kelche. Und dass man sich selber auch kennt, ist auch nochmal wichtig. Die zweite Kelche ist auch die Begegnung mit sich selbst. Weil wenn du dir selbst begegnest und dich selber siehst, dann sieht dich auch der Mensch wirklich, also dein Gegenüber wirklich, wie du bist. Wenn du dich selber siehst und dich selber kennst, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt, glaube ich, aber egal, das kommt mir jetzt so.
wenn du dich selber siehst und dich selber kennst, dann sieht dich auch dein Gegenüber. Und dann wird das ein Gegenüber sein, der dich auch so nimmt, wie du bist. Und dann kann da ganz viel Leidenschaft und Sinnlichkeit geschehen, auf Augenhöhe. Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, der mir jetzt erst gekommen ist, komischerweise. Und das ist dann auch so der Weg, wo dein Leben jetzt hin möchte. Es möchte hin in diese heile Liebe, in diese bewusste Liebe, ja. Und die möchte im Alltag einfach jetzt auch gelebt werden. Wow, okay. Das war eine Geburt. Also das war jetzt ein bisschen, weil mir kommen dann immer Eingebungen und plötzlich, während ich rede, und dann kann es sein, dass es ein bisschen verwurstelt ist. Ich muss mir das nachher nochmal anhören. Aber du kannst jetzt einfach rausnehmen für dich, was du magst. Ja, wichtig ist, dass du verstehst, dass du jetzt aus der jetzigen Situation aufwachen sollst. Du bist schon aufgewacht, rausgehen sollst. Und dann kann dir, und in deinem, in dich selber spürst und dir Dinge bewusst machst und bewusst an die nächste Liebesgeschichte rangehst. Und dann wirst du auf einen Menschen treffen, der genauso bewusst ist. So könnte man das auch titulieren. Und der, wo dann auch ganz viel Leidenschaft, Sinnlichkeit und Gleichheit stattfinden kann. Okay. Spür hinein, ob das deine Legung ist. Wenn ja, dann freue ich mich sehr. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden treffen. Wenn du eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich gerne kontaktieren. AndreaWürk.com ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema. Und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder auch ansprechen in Form von Sprachnachricht. Yeah! Ja, ich danke dir fürs Mitmachen. Ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe. Tschüss.